Ja, hallo zusammen. Heute ein eigentlich ganz banales Thema, Halsschmerzen bei Kindern. Und doch gibt es wahrscheinlich in der ganzen Kinderheilkunde kein Symptom, bei dem sich die Behandlungsleitlinien in den letzten 10, 15 Jahren so deutlich geändert haben wie bei den Halsschmerzen. Und leider kursieren auch immer noch sehr viele Halbwahrheiten und zum Teil auch falsche Anweisungen im Internet, sodass es ganz wichtig ist, über die Halsschmerzen ein bisschen mehr zu wissen. Zuallererst, eine antibiotische Behandlung ist bei Halsschmerzen ganz, ganz selten erforderlich. Früher hat es immer geheißen, man müsse Streptokokken unbedingt antibiotisch behandeln, um Folgeerkrankungen zu verhindern. Heute weiß man, dass dem nicht so ist. Das heißt, der einzige Grund, überhaupt nach diesen Streptokokken mit einem Abstrich zu schauen und das Kind dann auch antibiotisch zu behandeln, ist, wenn es dem Kind wirklich schlecht geht. Also hohes Fieber, schlechter Allgemeinzustand, Kind kann kaum schlucken, trinkt wenig und so weiter. Dann ist es angebracht, nach Streptokokken zu schauen und, wenn die nachgewiesen werden, das Kind auch antibiotisch zu behandeln. In allen anderen Fällen sollte man tunlichst dies nicht machen und es ist dann im Normalfall auch gar nicht notwendig, einen Streptokokkenabstrich zu machen. Wenn das Kind in einem guten, passablen Allgemeinzustand ist, dann ist es immer angebracht, zuzuwarten, wenn notwendig, unter engmaschiger Kontrolle beim Kinderarzt. Man kann verschiedene lindernde Medikamente verschreiben, man kann mit Salbeitee gurgeln, aber eine stärkere antibiotische Behandlung ist ganz, ganz selten notwendig. Und eine Wiederzulassung zu Gemeinschaftseinrichtungen, auch hier ist zu sagen, da kursieren auch noch viele falsche Informationen. Im Normalfall ist es so, dass ein Kind, ähnlich wie bei anderen Infektionskrankheiten, 24 bis 48 Stunden fieberfrei sein sollte. Und dann ist es auch nach Halsinfektionen im Normalfall wieder für eine Gemeinschaftseinrichtung zugelassen. Bis nächste Woche.